Sau. Le Blanc, der Stadtteil, in dem wir uns jetzt noch befinden, benannt nach einem französischen Kaffeepflanzer, der hier seine Kaffeepflanzungen auch hatte. Allerdings hier nicht, weil hier war bis vor 30, 40 Jahren das offene Meer. Diese Aufschüttung von Ipanem und Le Blanc haben die Sandbank um 1 Kilometer, 2 Kilometer verbreitet. Jetzt haben wir den Kanal überfahren, der die Lagune mit Seewasser füttert oder entsorgt auch. Aus irgendeinem blöden Grund haben sie